Was geht ab, liebe Freunde? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Damit willkommen zurück zur neuen Folge Slime Rancher. Ich sollte mal aus dem Menü rausgehen. Hier, was ist denn das für eine Begrüßung? Und witzigerweise kann ich direkt mal Anfang des Videos sagen, ich habe einen Tweet bekommen auf Twitter von einem Zuschauer namens, warte, ich werde ihn mal ganz kurz, Felix. Ja, Felix, vielen Dank fürs Einsenden deines Bildes. Und der junge Mann hat mir ein Foto geschickt. Hier, ich kann das mal ganz kurz zeigen. Hier, da. Da hat er mir einen Weg gezeigt, wo wohl die Höhle sein soll mit den Kristallschleimen. Ja? Und genau das werden wir uns in der heutigen Folge reinziehen, beziehungsweise werden das überprüfen, ob das stimmt. Ja, lieber Felix, ich hoffe, du erzählst keinen Bullshit. Denn wir wollen ja jetzt mal so langsam das große Money machen. Und dazu brauchen wir auch unsere Kristallschleims. Ja, es gibt den einen oder anderen in den Kommentaren, der sagt, scheiß doch auf die Dinger. Ja, ganz ehrlich, Hardy, mach doch über Masse. Ja, was per se nicht falsch ist. Klar, kann man natürlich auch machen, aber zu meinem großen Glück fehlen mir nun mal die hier. Was das hier für welche sind, werden wir wohl auch noch rausfinden. Wir haben auf jeden Fall noch mehr als genug Platz da. Und ich habe noch, was ist das hier eigentlich? Plortenmarkt. Ach so, das ist quasi einfach nur ein, ja, ich verstehe. Gut. Okay. Ja. Ach so, das ist einfach nur der Knopf für die Slimepedia. Okay. Alles klar. Gut. Bringt mir jetzt gerade nichts. Ich guck mal kurz. Nein, neue Module haben wir auch nicht bekommen. Neues. Okay, neue Dinger hier haben wir auch nicht bekommen. Wie sehen die Schleimchen denn aus? Die Schleimchen sehen teilweise hungrig aus, teilweise... Oh, die sehen aber... Oh, ja. Ja, nee, die sehen glücklich aus. Die sehen zufrieden aus. Ich würde sagen, wir gehen noch mal hin und machen noch ein bisschen hier den Laden leer. Ballern uns 50 Stück in unseren Tank rein. Und dann gehen wir noch mal auf große Kristallschleimsuche. Ja, ein bisschen hungern können die, kein Problem. Ich meine, die werden eh nicht verhungern. Die hier werden wir übrigens zu den Kristallschleimen in die Höhlen dann verfrachten. Weil für mich das Setting irgendwie, Red Slimes müssen für mich irgendwie in eine Höhle. Weiß nicht warum, gefällt mir aber irgendwie besser, der Gedanke. Von daher werden wir das so machen. Die Karotten, die ich jetzt habe, die werde ich jetzt behalten. Ich habe gerade überlegt, ob ich die nicht besser an meine Red Slimes verfüttere. Aber... wie wir uns erinnern, haben wir ja noch diesen fetten Red Slime, den wir füttern müssen. Von daher behalte ich die dafür. Sollten wir mal ganz kurz gucken. 37 sollten reichen. So. Ich fütter mal eben ganz kurz. Ja, ich mag das übrigens immer noch lieber. Ich denke mal, sobald wir die Kristallschleime und so haben, werde ich dann mal so langsam hingehen und das alles automatisieren. Finde das aber nach wie vor immer noch ganz geil, die hier manuell zu füttern. Guck, wie sie sich da drauf stürzen, ja. So, hier, gönnt euch. Ich würde fast sagen, wir müssen sogar jetzt nochmal welche daraus ballern. Ja, auch wenn der Preis scheiße ist, aber der... Es wird langsam... Scheiße. Es wird langsam zu voll. Ja, das bringt uns sonst alles nichts. So, jetzt hier mal den kurzen Sauger aktivieren. Hier auch. Guck mal. Guck mal, wie das hochgeht, Alter. Die Viecher werfen so krass Money ab. Das ist der Wahnsinn. So, was bekommen wir denn aktuell als Belohnung? 14 mal Oka-Oka. Aha. Ich werde aber so oder so noch mal eben ganz kurz pennen gehen, bevor wir loslaufen. Denn, um 16 Uhr habe ich keinen Bock loszulaufen, denn es ist ja gleich schon dunkel. Jetzt können wir uns nämlich hier doch die Minzmangos snacken. Und ich glaube, die Oka-Oka, die wir angepflanzt haben, haben wir das in der Höhle gemacht oder haben wir das in dem Hühner-Dings da gemacht? Ich muss mal ganz kurz gucken. Jetzt habe ich schon wieder gestern die letzte Folge aufgenommen, ey, und jetzt hier schon wieder alles vergessen. So, gucken wir mal, ob unser Oka-Oka mittlerweile auch fertig ist. Was sind das hier? Das sind Karotten. Ah, okay, dann nehmen wir mal zwei Stück davon mit. Mehr gehen eh nicht. Ja, wunderbar. Hühner. Okay, alles klar. Das. Ah ja, stimmt. Wenn wir unterwegs sollten wir daran denken, noch einen Gockel mitzunehmen. Vielleicht sogar zwei und den auszutauschen, weil so langsam aber sicher werden die Viecher alt. Stimmt, wir hatten Oka-Oka in der Höhle eingebaut, ich Idiot. Direkt vorne am Eingang, wenn ich mich nicht irre.
Da will ich zumindest mal eben ganz kurz reinschauen, ob die schon fertig sind. Guck mal, die sehen schon, die haben schon wieder Kohldampf. Und die hier auch. Naja, geht so. Nee, aber jetzt ist nicht schon wieder Fütterungszeit. Jetzt wartet ihr mal. Die müssen ja offensichtlich täglich gefüttert werden. Da sind sie. Oka, oka. Jawohl, ja. Na komm. Oh, das ist eine reichliche Ausbeute, Freunde. Das ist eine schöne Ausbeute. Ja, kommt her. 30 Stück. Okay, das war nice. Oh, jetzt nehmen wir noch hier alle mit. So lange, bis das Ding voll ist. Oh, okay. Und da wachsen schon direkt die nächsten. Das gefällt mir. Jetzt können wir rein theoretisch auch die Red Slimes mal volle Pulle damit eben füttern, weil die lassen ja dann doppelt so viel fallen. Ich weiß zwar nicht, wie viel da drin sind. Okay, ich baller einfach mal 20 Stück da rein. Ich glaube, das sind nur 18 Stück oder so, aber werden wir jetzt sehen. Ich hau mal 20 Stück rein. Boah, wie sie sich da drauf stürzen, ey, die gierigen Viecher. Oh, ich glaube, das hat nicht gereicht. Komm hier. Machen wir nochmal ein paar. Hier da hinten auch. Falls wer noch Hunger hat. So, hier. Okay, und jetzt einmal saugen, bitte. Okay. 60 Stück, wenn jeder zwei abwirft. Okay, ey, da habe ich ja fast 30. Ja, wie viel waren denn da vorher drin? 8 nur, oder? The fuck? So, nochmal saugen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Silo bauen. Sehe ich gerade. Denn unsere Oka... Oh, komm, fuck auf diese komischen scheiß Pogo-Früchte, ey. Sie sind die... am häufigsten... Nein, nicht die Dinger da rein! Ja, scheiß drauf. Wir ballern jetzt einfach unsere Oka-Oka-Dinger da rein. Die Pogo-Früchte, die, keine Ahnung, was weiß ich, was wir damit machen, weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall hauen wir jetzt erstmal unsere... Oh, das wird nice. So, 13.000 haben wir jetzt mittlerweile. Ich würde sagen, wir können zumindest mal hingehen und da mal ganz easy das Ding hier freischalten. So, komm. Kaufen. Du hast das Labor freigeschaltet. Eine besondere Ranch-Erweiterung, die es dir erlauben wird, mit Hilfe der Slime-Wissenschaft Geräte zu bauen. Begib dich hinüber zur Scheune, um sie zu beginnen. Aha. Na komm, das schauen wir uns aber mal an. Diese Scheune erhält sämtliche Ausrüstung, die du brauchst, um damit zu beginnen, mit der Hilfe von Slime-Wissenschaft Geräte herzustellen. Zu den Geräten können nützliche Hilfsmittel, die beim Erkunden hilfreich sind. Verteidigungstürme, Dekorationen und mehr. Verteidigungstürme? Okay. Was kann ich da... Drücke E zum Aktivieren. Neulingsbohrer. Erlaubt es dir, nach vergrabenen Mineralien zu bohren. Hält einen Zyklus. Was ist denn ein Zyklus? Okay, heißt, ich brauche Pinkplots, Felsplots. Ah, deswegen muss man die ganzen Viecher auch züchten. Ich verstehe. Heißt also, wir kommen früher oder später nicht daran vorbei, unsere, also auch eins mit Felsplots anzubauen. Können wir natürlich gerne machen. In der Höhle ist ja noch genug Platz. Warp-Technologie, okay. Die Raffinerie. Damit du Geräte herstellen kannst, brauchst du Ressourcen in der Raffinerie. Versuche mal, einen Plort in die Raffinerie zu schießen. Aber denk dran, jegliche Ressourcen, die du in der Raffinerie können nicht mehr entnommen werden. Okay. Raffinerie. Pinkplorts. Oh, guck mal, da fehlt... Oh, guck mal, was ist das denn hier alles noch? Aha. Aha, was ist das hier? Neulingspumpe. Erlaubt es dir, Ressourcen unter der Erde abzusaugen. What? Neulingsbienenstock. Erlaubt es dir, Ressourcen von wilden Bienen zu sammeln. Wofür? Pinker Teleporter. Ein Set von zwei Teleportern, das du verwendet wird, deine ganze... Oh, nice. Was ist das? Ein Set von zwei Geräten, das dir erlaubt, Ressourcen zwischen zwei Orten zu transferieren. Nice. Okay, zieht sehr schnell deine Energie ab, um Lebensenergie wiederherzustellen. Bringt dich... Okay, auch nice. Ein Verteidigungsgeschütz, okay. Slimeball-Ring. Startet eine Runde Slimeball, sobald ein einzelner Slime den Ring passiert. Was ist dein Höchstpunkt? Okay. Slime-Bühne. Pinke Slime-Lampe. Wie lustig. Okay. Also den Teleporter finde ich nice. Ich glaube, ich kaufe den mal eben. Okay, wo ist der jetzt? Habe ich ihn jetzt gekauft? Ich habe ihn gekauft. Also, ich habe jetzt Geld dafür ausgegeben, aber wo ist der Teleporter? Wo ist der Teleporter? Okay, offensichtlich die Dinger hier
sind wohl dafür da, nochmal Schleime zu züchten. Hier, ne? Garten, Hühnerstall, Silo. Fände ich nicht schlecht, Gehege, weil dann können wir die ganzen Viecher hier drin züchten, die wir brauchen. Und das hier automatisieren, damit die Plorts immer, ne, durch das Futter entstehen und dann auch direkt abgesaugt werden können. Finde ich nice. Aber ich glaube, wir sollten jetzt einen Plort da reinballern in die Raffinerie, sonst geht uns die ganze Zeit dieser Tipp da auf die Eier. Also, müssen wir das mal ganz kurz erledigen. So, okay, dann hauen wir die jetzt mal da rein. Damit du Geräte herstellen kannst, brauchst du das in der Raffinerie. Versuch mal einen Plot in die Raffinerie zu schießen. Ja, habe ich auch jetzt gemacht. Okay, der Baumeisterladen. Der Baumeisterladen ermöglicht es dir Baupläne. Zum Bauen des Gerätes ist immer ein Bauplan notwendig. Schaue immer mal wieder in den Baumeisterladen, um nach neuen Bauplänen zu sehen. Okay, ich verstehe. Gut. Jetzt ist die Frage, und jetzt... Ah, hier drin kann ich wahrscheinlich das Gerät bauen. Moment. Ah, okay. Alles klar. Ich verstehe, ich verstehe. Heißt also für den pinken Teleporter, okay. Für den pinken Teleporter brauche ich einen Pinkplor, Tiefensohle, eine Hexerwabe und einen seltsamen Diamanten. Okay, die drei Sachen werde ich wahrscheinlich mit diesem Bienenteil bauen müssen. Schätze ich. Hier mit diesem Bienenstock, dann mit dieser Pumpe und ja, mit diesem Mineralbohrer. Okay, krass. Die Frage ist, wo ich die platziere. Wahrscheinlich dann letztendlich hier, ne? Damit du Geräte platzieren kannst, musst du den Gerätemodus aktivieren. T. Okay, es gibt vorgeschriebene Plätze, wo ich sie hinsetzen kann. Aha! Im Gerätemodus kannst du nicht sagen, aber du kannst alle Bauplätze der Welt sehen. Okay, cool. Wahrscheinlich gibt es sogar in den verschiedenen Arealen... ich wette mit euch, dass ich hier zum Beispiel wahrscheinlich keine Diamanten finden kann, sondern nur in diesem, zum Beispiel in der Höhle oder so. Boah, schreibt mir auf jeden Fall Tipps in die Kommentare. Ob das einen Unterschied macht, wo ich jetzt letztendlich die ganzen Sachen platziere. Das wäre gut zu wissen. Wir gucken jetzt, guck mal hier, seht ihr? Hier kannst du nämlich die Geräte platzieren. Okay, heftig. Alles klar. Gut. Ja. Ah, guck mal hier, Extraktoren. Heißt also, wenn ich die irgendwo hinstelle, fangen die an, aus der Umgebung alles abzubauen. Pumpen können eine besondere Ressource im trockenen Riff finden. Okay, Bohrer im Indigo-Steinbruch, wahrscheinlich die Diamanten. Und Bienenhäuser im Moosbett. Alter Verwalter, okay. Ach, das sind letztendlich die Extraktoren. Bohrer, Pumpen und Bienenhäuser. Wow, okay. Das hätte ich, also ganz ehrlich, das hätte ich nicht gedacht, dass da noch so viel Shit hintersteckt, hinter dem Game. Okay, krass. Also... Da habt ihr nicht zu viel versprochen, was das angeht. Da muss ich mich auf jeden Fall vielleicht mal ein bisschen reinlesen. Was gibt es denn aktuell hier jetzt Tolles? Nee, nur Bullshit. Okay, gut. Die Pogo-Früchte, was wir damit machen, weiß ich nicht. Vielleicht verballere ich sie einfach. Hier, guck mal hier. Hier, wilde Schleimfütterung. Gönnt euch. Brauche ich hier nicht mehr die Scheißdinger. Komm, hier, gönnt euch die Scheißfrüchte. Da, herzlichen viel Spaß damit. Goldschleim! Goldschleim! Werde reich oder stirb beim Schleimen. Get rich or die sliming. Ja, Freunde, aber ganz ehrlich, das finde ich sehr cool, dass es dieses Labor gibt und wir da diese ganzen... Guck mal hier, warte mal. Guck mal, hier kannst du überall die Maschinen hinstellen. Okay. Und diese ganzen Extraktoren musst du dann noch abfarmen und daher macht es auch Sinn, diese Teleporter aufzustellen, beziehungsweise die Dinger, wo du das reinschießt und das dann woanders auch wieder entnehmbar ist. Sonst läufst du dir ja einen Wolf, ey. Okay, krass. Da, ein Katzendings! Und ich habe nichts dabei, womit ich ihn füttern kann. Ich habe kein Fleisch! Ich habe kein Fleisch! Bitte lass da ein Huhn drin sein. Nein! Frisst du Oka Oka? Nein, es ist weg! Oh Mann! Wobei, es hätte eh nur 100 Münzen gegeben, also drauf geschissen auf das Vieh. So, also,
Ich glaube, ich weiß jetzt einigermaßen, wo wir hin müssen, liebe Freunde. Und zwar hier. Teleporter. Entweder wir müssen hier unten lang. Das werde ich jetzt mal ganz kurz austesten, liebe Freunde. Ich weiß ja nicht, ob das der richtige Weg ist, aber eventuell könnte das hier korrekt sein. Könnte es hier korrekt sein? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Da oben muss ich hin. Ich glaube, das war's. Hier muss ich hin. Ich glaube, das ist nämlich das, was der Typ mir in dem Bild gezeigt hat. Ja, ja. Ich glaube, hier sind wir noch nicht reingelaufen. Komm schon. Lass hier die Scheiße. Mami, da sind sie! Kristallschleime! Hallo! Kommt her zu mir! Ja, oh, die sehen so toll aus! Die sehen richtig cool aus, die Kristallschleime. Wie cool die sind! Ja, Mann. Dann nehme ich jetzt erstmal. Ich nehme alles mit an Kristallschleim, was hier rumläuft. So, komm hier. Du auch. Kommt her. Alles mitnehmen. Die bringen richtig Knete. Die fressen alles? Ne, Gemüse. Da müssen wir vor allen Dingen gleich auch gucken, was deren Lieblingsnahrung ist, damit wir die dementsprechend volle Pulle füttern können. Guck mal, da unten ist noch einer. Komm her. Nein. Komm her. So ist fein. So, da hinten sind alles gekreuzte. Alter, wie cool die aussehen. So, komm her, du auch. Den Plort nehmen wir auch mit. Ah, komm, hier spawnt noch einer. Sehr nice, hier sind noch mehr. Alle mitnehmen. So, direkt ganz aus. Alter, wie viel Schaden die machen? The fuck? Also, Freunde, die Höhle hier waren also nicht einfach zu finden. Ihr habt vollkommen recht. Also, Felix, ja. Vielen fetten Dank, vielen herzlichen Dank fürs Schicken dieses Bildes. Natürlich auch allen anderen, die mir erklärt haben, wo diese Höhle ist. Also an dieser Stelle natürlich nochmal danke. Aber dieses Bild konnte mir dann doch auch etwas eher zeigen, wo diese Höhle ist. Weil ihr wisst ja, ich bin manchmal da orientierungsmäßig nicht ganz so auf der Höhe. Was ist denn da hinten? Aber da sind wir, glaube ich, schon gewesen, ne? Ja, ja. Doch, doch. Das hier ist die heiße Quelle oder was auch immer das sein soll. Aber nice. Wir haben jetzt 31 Kristallslime. Gefällt mir, Mann. Das ist eine schöne Ausbeute. Und ein Goldplort. Also, wenn die Folge mal nicht erfolgreich ist, dann weiß ich es auch nicht. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein neues Gehege bauen. Oh, guck mal, jetzt allein die 5 Kristallslime. Oh, die... Was? Jetzt, wo ich sie gefunden habe, sinken sie im Preis. Willst du mich verarschen? So, komm, hier. Kristallslime reinballern, Plorts reinballern und den Goldplort. Bumm. Der einfach mal nur noch 327 gibt, warum auch immer. Was gibt denn gerade? Die Reds geben gerade mehr. Was das hier für einer ist, weiß ich allerdings immer noch nicht. Ich hoffe mal, dass das einer, den man so finden kann. Aber bestimmt. Weil er ist gerade weniger wert als der hier. Aber wir müssen jetzt ein neues Gehege für unsere geliebten Kristallslime bauen. Und da ist Schleime, meine ich natürlich. Und da ist die Frage, bauen wir sie in der Höhle an oder machen wir sie erstmal hier draußen? Ich glaube, wir machen erstmal hier draußen. Wobei, sie könnten auch lichtempfindlich sein, weil es gibt sie ja nur... Wir machen die Kristallschleime mal in der Höhle. Wir sollten allerdings mal eben ganz kurz lesen, was deren Lieblingsfutter ist. Verzwickte Zwiebel! Okay! Ah, die hätten wir vielleicht mitnehmen sollen, weil dann können wir die nämlich in der Höhle auch noch anbauen. Was sind denn die Risiken? Okay, können großen Schaden anrichten, wenn man sie berührt. Okay. Noch schlimmer, der Kristallzahn produziert regelmäßig große Flecken voller gefährlicher Kristalle in seiner näheren Umgebung. Es wird daher angenommen, dass dies ein Vorgehen ist, um die interne Hitze zu reduzieren. Aha. Und die können ja zerbrochen werden, wenn man sie mit Wasser bespritzt. Oh, okay. Ah, ich würde auch sagen, je mehr Gehege wir jetzt mittlerweile bekommen, desto mehr Sinn macht das jetzt auch so langsam, auch das Ganze futtertechnisch zu automatisieren. Also, ihr habt schon recht, also sobald es jetzt hier mehr als 5 Gehege werden, da bleibt die Übersicht einfach, da geht die Übersicht verloren. Von daher machen wir jetzt hier hohe Wände plus Fangnetz plus Plortsammler. Plus Futterautomat können wir ja Sonnenschild. Ach so, das hätten wir rein theoretisch draußen auch machen können. Aber nö, ich finde das schon ganz geil, dass die Kristallslimes hier so... Ne, die ballern wir jetzt alle da rein. Wir
Wir machen jetzt einfach alle 30 Stück hier rein. Das gibt wenigstens richtig schön Money. So. Na, wie gefällt's euch? Ist ja wohl mega. Alter, was geht ab mit denen? Guckt euch das mal an. Mit diesen Kristallen hier. Die Frage ist, verschwinden die auch wieder, die Kristalle, oder muss ich die selber kaputt machen? Guck mal. Ah. Ich muss da nur einmal mit Wasser reinballern. Dann gehen die kaputt. Okay. Ja, gut. Naja, also, okay, großartig nerven tun sie wahrscheinlich nicht. Aber wir brauchen jetzt eine verzwickte Zwiebel, Freunde. Die müssen wir jetzt auch anbauen. Wahrscheinlich werden wir ein Oka-Oka-Feld dafür opfern. Vielleicht machen wir auch da hinten noch ein Feld, was die verzwickte Zwiebel angeht, weil wir brauchen ja viele. Eindeutig. Guck mal hier, die sind leider noch nicht fertig. Uiuiuiuiui, das ja, also jetzt fängt so langsam das Micromanagement an, dass wir hier die Slimes auch regelmäßig füttern. Guck mal hier, jetzt ballern wir die Oka-Oka hier rein, damit der Großteil auch mal was zu fressen bekommt. Die hier haben sicherlich auch schon mega Kohldampf. Boah, Junge, okay. Heißt also, ich muss jetzt in der nächsten Folge erstmal dafür sorgen, dass wir das mit dem Futter automatisieren und schauen, dass wir genügend anbauen. Das muss ich auf jeden Fall mir durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht nehmen wir auch ein paar von den Honigschleimen raus, ja, weil wir vielleicht von denen nicht mehr so viele brauchen. Wir müssen ja vor allen Dingen auch hingehen und vor dem Labor jetzt die neuen Schleime züchten von jeder Art. Ich sag mal vielleicht so 10 Stück, die dann mit ihrer Lieblingsdings füttern. Also ich schätze mal, da jetzt vielleicht wahrscheinlich der Fokus nicht mehr so krass auf Money liegt, erstmal, sollten wir vielleicht ein bisschen die Population reduzieren hier. Die Frage ist, ob wir halt wirklich 28 Stück davon brauchen. Von den Kristallslime 30 Stück ist halt auch die Frage, wahrscheinlich eher weniger. Wow! Ja, Freunde, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, ja? Morgen um 18.30 Uhr, nicht vergessen, geht's weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten, bis morgen, haut rein, tschüssi!